Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Keine Sorge, ich bin jetzt hier mal in die Stadt gegangen, denn hier in der Milchbar drinne können wir hier jetzt den Song of Storm spielen, Leute. Das ist wichtig noch zu machen, denn dann können wir auch in Ikana noch ein bisschen weitermachen. Ich finde übrigens seine Songauswahl sehr interessant, sehr ruhig, sehr lustig. So, wir reinigen mal das Böse und damit müsste jetzt eigentlich auch in Ikana alles tot sein. Also zumindest, naja, eigentlich müsste alles wieder leben. Die Zombies wurden geläutert. Die Gyptos. So, und ich würde sagen, ich skippe mal ganz kurz und dann sind wir in Ikana wieder. Bis gleich. Gut, Leute, da sind wir wieder. Jetzt müssen wir uns irgendwie in die Hütte da reinschleichen. Ich glaube, das geht eigentlich. Schöne Musik, by the way. Man kann irgendwie eine Bombe werfen. So vielleicht nicht unbedingt. Man kann irgendwie eine Bombe werfen. Dann kann man sich verstecken. Wo geht sie denn lang? Also sie geht nicht durchs Wasser, ne? Genau, sie geht jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo sie jetzt hingeht. Ich habe keine Ahnung, aber so kann man sich reinschummeln. Ah, hier ist die Feenquelle. Okay, alles klar. Merken wir uns für später, hier ist die Feenquelle drinne. Nicht weiter wichtig erstmal. Aber lustig. Was ist das für Musik? Richtig happy Mucke hier. So, warte mal. Wie ist denn das hier mit dem Postboten, Leute? Ich finde es erstmal sehr interessant, dass das ein offener Eingang ist. Ist der da? Mann, wann ist denn der da? Kann ich das irgendwie... Hier, Terminkalender. In the evening. Ja, abends. Und ich glaube, in den letzten 5 Stunden, müssen wir auch nochmal zu dem. Da gibt es auch nochmal was zu holen. Also wir müssen ja erstmal diese Quest machen von dem. Und dann müssen wir halt in den letzten 5 Stunden, wenn der Tag, wenn der Mond abzustürzen droht, dann müssen wir auch nochmal zu dem. Und dann könnte man theoretisch ja auch nochmal ein Item bekommen. Genau, die zwei Sachen. So, aber jetzt machen wir erstmal das hier. Wie heißt das Ding hier? Ah ja, hier. Ich lasse die Gyptos erstmal tanzen, oder? Zack. Man kennt's. Wenn man die Gyptomaske aufsetzt, fangen sie an zu tanzen. Das ist auch so cool. Und man kann sie halt unbekümmert einfach töten, weil die tanzen einfach immer weiter. Und es gibt noch ein bisschen Kohle. Schön. So. Traurige Musik. Wir schmelzen mal das Eis und der Schalter macht die Türe auf. Also theoretisch, wir haben ja den Lichtpfeil. Wir könnten direkt durchbashen, aber ich weiß nicht, ob es irgendwo Schatzkisten gibt. Deswegen, wir schauen uns das ganze Dilemma hier mal an, oder? Meine Lieblingsgegner. Nicht wirklich. Aber die geben gut Kohle. Boah, 60 Rubine, Alter. Jawoll. Hä? Kann es sein, dass ich erst irgendwo anders lang muss? Ach, guck mal, da gibt es ja auch... Ah, okay. Da gibt es auch nochmal so ein Eisauge. Warum sind die zugefroren? Ganz ehrlich. Das ist doch einfach nur Mana-Missbrauch hier. Aber hier gibt es Töpfe, also... Mana? Natürlich nicht. Scheinbar muss ich auf jeden Fall zuerst links lang.
weil ich Link heiße. Haha. So. Da oben ist ein Schalter. So, wir bewegen das mal nach oben. Ah ja, hier muss ich, okay, ich muss mit der Deko-Blume fliegen. Ja, so war das jetzt nicht geplant. Okay, warte mal. Ich erinnere mich, dass man... Ich muss jetzt den... Ich glaube hier. Hier ist das Richtige, oder? Nee, doch nicht. Da muss ich hier einfach hochfliegen? Ja, das geht. Zack. Groß gemacht. Und dann... Das schaffe ich doch, oder? Mit einem ordentlichen Jump. So, zack. Easy. Was ist das denn? Okay, Moment. Theoretisch. Theoretisch ist nicht gut. Theoretisch wollte ich sagen, kann ich da einfach durchfliegen. Aber theoretisch könnte ich die auch einfach kaputt machen, oder? Kann man die nicht wegsprengen? Oh Gott, ich muss erst irgendwas machen. Was muss ich machen? Muss ich erst die Gegner töten? Die einfach komplett anders sind als in Ocarina of Time, ne? Die sind sehr... Bewegen sich anders, haben andere Immunitäten, diese Gegner. Diese Spinnen. Passiert aber nichts. Habe ich hier... Irgendwo einen Shelter? Da ist der Schalter. Ich habe ihn gesehen, Leute. Shit. Aber wie komme ich denn von da drüben dann wieder darüber? Ich muss doch bestimmt den Schalter drücken. So, Tür auf. Und jetzt falle ich runter, oder was? Anders geht's ja nicht, oder? Hä? Ist irgendwie dumm gelöst, oder? Jetzt ist die Tür wieder zu. Ich muss das irgendwie schaffen, den Schalter zu aktivieren. Aber wie komme ich denn von hier wieder rüber? Mit den Hasenohren? Kann ich da... Ja, gibt doch gar keinen Sinn, oder? Der gibt doch gar keinen Sinn. Hä? Oder ist das... Schaffe ich diesen Sprung? Tatsächlich. Das ist ja dämlich. So, und jetzt muss ich nur einmal locker flockig. Zack. Ist wahrscheinlich nicht so geplant, oder? Okay, egal. Wir ignorieren das mal. Ich habe gesagt, ich könnte ja jetzt die Feenklinge ausrüsten, aber ich brauche ja gerade eh kein Schwert. Also mir Wurst. So, jetzt sind wir auf dem Dach. Das ist erstmal schön. So. Hinten gibt es auf jeden Fall ein Skuldi-Symbol. Normalerweise ist das ein Herzteil. Oh nein, braucht man hier so ein... Oh nein, ich brauche hier so ein Bombenfass, oder? Oh nein. Ja, ich erinnere mich daran. Wir brauchen hier so ein blödes Bombenfass. Das heißt, ich muss dann nochmal hier hoch. Ach, Kacke. Ist das nervig. Okay, warte mal. Der Schalter? Ist das klug, was ich jetzt mache? Ich weiß es noch nicht. Der Schalter macht das aus. Okay, war klug. Frage ist, war ich schnell genug? Aber ich glaube ja, weil normalerweise musste, glaube ich, von ganz hinten das machen. Also so ist normalerweise der Plan, glaube ich, dahinter. So, da haben wir uns zumindest das Guldi-Symbol mal gesneakt. Sache ist nur, jetzt müsste ich theoretisch das nochmal machen. Richtig? Ah. Ist ja nervig.
Jetzt muss ich theoretisch nochmal da rein und muss da nochmal diesen blöden Weg hochgehen. Hätte ich vielleicht auf der anderen Seite erstmal lang gehen sollen und hätte irgendeinen Shortcut machen können? Bestimmt. Ach Gott, shit. Ja, ja, komm, ich will... Ja, chillt mal. Chillt doch mal, meine Lieben. So. Aber der Schalter ist aktiv, oder? Die Tür ist auch wieder zu. Ist doch kacke. Man muss da echt jetzt lang eiern, ja? Okay, warte mal, vielleicht gibt es noch eine shortere... Das finde ich jetzt unfair, Leute. Hör auf, tanze. Ich gehe mal da lang. Wir haben doch die Lichtpfeile, ganz ehrlich. Ich hoffe halt, auf der anderen Seite gibt es nicht auch noch irgendwas. Zack. Dafür haben wir sie doch. Unsere Lichtpfeile, oder? Weg da. Theoretisch ist das Bombenfass in der Mitte ja auch nur dafür da. Den hatte ich ja gar nicht mehr im Kopf. Okay. Der ist ja auch nur so ein Pfeilgegner eigentlich, ne? Die Ecke stellen und dann... abschießen. Weiß nicht, ist auch so ein sinnloser Gegner. Irgendwie. So. Da kann ich sogar nebenbei Kaffee trinken. Warte. Jetzt trinke ich einen Schluck Kaffee. Jetzt geht eh die zweite Phase los. Wo es nur ein Original gibt. Er hier. So, erledigt. Sehr schön. Jetzt die Frage, was erwartet uns hier noch? Zombies, die tanzen. Wir kommen wieder in die obere Etage. Jetzt sind wir vielleicht auf der anderen Seite. Kann ich mit denen eigentlich reden? Nö, die sind dauer am Tanzen. Oh ja. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder oben, ne? Ja. Okay, cool. Frage ist, ist das richtig? Und was ist das hier? Was ist das für ein Block? So, genau. Jetzt könnte ich hier theoretisch das Fass hinlegen. Theoretic. Brauche ich aber nicht. Weil ich habe ja die Lichtpfeile. Das heißt, dieser Weg war eigentlich komplett sinnlos. Für was mache ich eigentlich diesen Weg gerade? Was bekomme ich im Endeffekt? Bin gerade am Überlegen, aber ich weiß es nicht. Welches Item bekommt man hier? Auch irgendeine Maske? Bin mir gerade nicht sicher. Okay, die sind hier super am Tanzen, die Typis. Hi. Alle gekillt. So, ernste Typen. Alle am Tanzen. Ernste Typen. Alle am Tanzen. So lustig. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt schön durch die Mitte. Habe ich hier nochmal Mana oder so? Nope. Schade. Ja, wir lassen uns Zeit, Leute. Wir machen hier keinen Stress, ne? So, haben wir jetzt hier noch irgendetwas zu holen? Habe ich irgendwas hier oben auf den Säulen vergessen? Das ist jetzt halt die große Frage. Weil... Ich weiß nicht, soll ich nochmal hochgehen?
Also keine Sorge, wir machen heute auf jeden Fall den mittleren... Ach, shit. Shit, ey. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Nein. Jetzt die Maske auf. Ich hasse die Typen. Wir machen den mittleren Teil auf jeden Fall heute noch. Notfalls Überlänge. Nervt mich, dass ich hier die ganzen Schalter nochmal aktivieren muss. Bestimmt im nächsten Raum auch. Muss ich mich bestimmt auch wieder so ganz komisch wegklitschen. Alles ganz merkwürdig hier. Zack. Tür auf. Ich hätte vielleicht vorher mal nachgucken sollen, ob da noch irgendwas ist, was ich machen muss. So, da muss ich jetzt auch wieder... Kann ich da vielleicht auch einfach hinjumpen mit... den Hasenohren? Das geht nicht. Nur rückwärts. Rückwärts war wahrscheinlich auch nur so ein Lucky Jump bei mir. Ich weiß nicht, wie stellen die sich das vor, das normal zu lösen? Ich check's ehrlich gesagt nicht so richtig. Leute. Wie soll man das normal lösen? Kann mir das mal jemand sagen? Wie ist die Vorstellung dahinter? Wo soll ich mich ranziehen? Wie soll ich wieder zurückkommen? Ich check's nicht. So, der Weg hat bis jetzt immer super gut geklappt. Wow, das war knapp. Aber wir haben's. Nicht schlecht, oder? Wir backen uns da einfach durch. Und das läuft. So, ich mache jetzt auch mal einen Save Point, weil ich habe keinen Bock, dass ich jetzt nochmal runterfalle und irgendwie sterbe. Deswegen wir Save Pointen mal kurz. So, was haben wir hier? Wir haben da einen Schalter. Ich weiß aber nicht, wofür der Schalter ist. Den werde ich mir aber auf jeden Fall mal einverleiben. Und ich gucke mal ganz kurz hier drüben, ob wir da auch noch irgendwas Randomizedes auf diesen Blöcken haben. Aber nö. Hätte ja sein können, dass da irgendwie einfach ein Rubin drauf liegt, aber da ist gar nichts. Okay, heißt, mich interessiert jetzt eigentlich nur noch der Schalter und dann gehen wir durch die Mitte. Durch die Mitte. Naja, ihr kennt ja den Rest. So, was macht dieser Schalter? Macht ihr die Tür auf? Ach, der macht da Licht rein. Ach, war auch wieder sinnlos. Okay, ich muss das aber verstehen für mich, Leute. Ich muss das einfach für mich jetzt nochmal verstehen. Sonst wäre das nicht cool gewesen für mich. Ach so. Lichtpfeile. Ja, normalerweise musst du hier in der Mitte noch mit dem Bombenfass wegsprengen, damit du dann hier durch kannst. Ja. So, und jetzt brauchen wir Feuerpfeile. Auf jeden Fall. Und wir nehmen auch das hier mal mit. Und wir nehmen das hier mal mit, denn ich möchte hier nochmal ein bisschen was zeigen. Was ganz cool ist. So, kriegen wir noch ein bisschen Mana. Pfeil auf jeden Fall. Und Mana? Mana, Mana, Mana? Bisschen. Bisschen Mana ist dabei. So, da geht's hier direkt rein. Guck mal, wer ich bin. Juckt dir das? Ja. Ist das nicht Captain Keta? Aber du bist so... Du bist so klein! Warum bist du so klein? Und weiter geht's. So, und dann kannst du halt noch die Maske aufsetzen. Auch so lustig. Wollte ich einfach nochmal zeigen. So ein bisschen Easter Egg mäßig, was man so machen kann. Finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt.
Na, 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 na. Komm doch und tanz mit mir. Okay, reicht dann auch wieder. Alles klar, dann bringen wir mal Licht ins Dunkel, würde ich sagen. Und ich glaube, dann müssen wir sie auch einfach nur noch stunnen, oder? Kann sein, dass wir hier normalerweise... Nee, das Lichtschild... Das Lichtschild? Was ist denn jetzt mit euch? Ich mach das hier auch nochmal an. So viel Licht. Aber die haben gar keinen Bock mehr auf mich, oder? Ich muss die, glaube ich, erst besiegen und dann... Was ist denn mit euch? Kämpft doch mal. Und dann muss ich die mit dem Licht verbrennen. Irgendwie so war das doch, ne? Ja. Und ihm habe ich schon auf den Hintern gehauen. Was ist denn mit dir? Was machst du denn da oben? Jo, und dann... Ja, das hat ja jetzt nicht so gut geklappt. Kommst du mal her zu mir? Was macht ihr denn da hinten? Ganz komische Typen seid ihr. Okay, der verbrennt sich selber. Finde ich gut. So. Und den Big Boy machen wir auch noch schnell. Keine Ahnung mehr, wie das war. Okay. Eisatem. Okay, aufspießen kann er mich auch noch. Ich glaube, einfach mal mit ein paar normalen Pfeilen abschießen. Was machst du da? Was macht der da? Mann, da hinten treffe ich die nicht. So nervig. Aber da kann man auch gar nichts gegen ihn machen, ne? Wenn der seinen Kopf rumschweben lässt. Oder? Geht da irgendwas? Der hält mich nur so kacke fest und dann... Hallo? Ja, sowas von nervige Gegner. Hallo. So, jetzt aber, Leute. So, weggearscht. Okay, was kriegen wir da? Ein Herzteil. Ich glaube, normalerweise hätte man eine Maske bekommen. Normalerweise. Okay, bin aber fein damit. Ja, wir machen Überlänge, Leute. Wir machen Überlänge. Es geht weiter. So, ich lasse jetzt hier nochmal tanzen. Zack. Und ich gucke jetzt nochmal kurz beim Postboten vorbei. Ja, wir haben jetzt noch zweimal Sachen mit dem Postboten zu machen. Und dann haben wir noch unten die Höhle und dann sind wir erstmal fertig hier. Carfice Quest haben wir dann noch. Und den Erdpalast oder Erddungeon. Erdtempel. Ah, das ist Pokémon, ne? Irgend so eine Routenmusik. Routen Yoshi.
Was? So, erstmal schnell zum Postboden. Ich hoffe, der macht noch sein Training. Ich meine, es ist jetzt abends. Nee, der ist einfach am Ende. Shit. Hätte ich früher machen müssen. Aber ich kann ihnen die Eilzustellung geben. So, zack. High Priority! Okay. Der holt sich jetzt ein letztes Mal das Zeug. Ich kann das gar nicht machen, ne? Ich muss da, glaube ich, in die Bar. Ich glaube, das geht gar nicht. Shit. Nee, das kann ich nicht machen. Okay, Leute, wir machen im nächsten Part weiter. Das war's für heute. Ich glaube, mehr kann ich nicht machen hier. Das ergibt gerade keinen Sinn mit dem Postboden. Ich muss da, glaube ich, in die Milchbar gehen. Und da komme ich ja... Ja, doch, könnte ich, weil es ist ja ein Randomizer. Die Frage ist, wo ist die Milchbar? Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Ja, ich habe keinen Plan, wo die Milchbar ist. Irgendwo da müsste die sein, dann wird er das übergeben und dann kriege ich, glaube ich, vom Postboten sein Zeug. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Wo war denn die Milchbar, Leute? Ja, müsste ich offscreen nochmal gucken. Gut, ich würde aber sagen, im nächsten Part gehen wir erst hier nochmal rein. Na, das ist ja auch nochmal so ein kleiner, ja, Kampfdungeon. So, da gibt es auch noch ein Loch. Auch cool. Und ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir uns hier dann nochmal ein bisschen um. Und ich suche mal raus, wo die Milchbar war. Bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge. Tschüssi, Leute.